Uka chuka uka chuka uka chuka uka chuka uka 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 chuka uka chuka uka chuka uka 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 chuka. Time to love is gone. What am I alone? Time to love is gone. What am I alone? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich weiß nicht, warum ich den Anfang hier so komisch mache, aber herzlich willkommen bei Temple of the Golden Watermelon. Leute, Wassermelone, schöne Sache im Sommer. Es gibt kleinere Watermelon, es gibt richtig große, dicke Watermelon, wo ich mir denke, davon kann man ja eine ganze 20-köpfige Großfamilie ernähren. Und hier geht es um eine goldene Wassermelone. Den Tempel der goldenen Wassermelone. Den wir als ein kleiner Wassermelonenschnitz erreichen möchten. You are a watermelon slice. You have no arms, but you are sweet and juicy. And you never give up. You have journeyed far to come to this hidden temple. Find the golden watermelon. Ein kleinen Schnitz sind wir. Und wir geben niemals auf. Mit Space kann man springen. Je länger man das Ganze hält, desto weiter springt man. Und da ist ein viel größerer Schnitz. Vielleicht kann ich den umschmeißen. Um eine Brücke zu erschaffen. Hätte ich jetzt auch drüber laufen können. Ich habe es aber ein bisschen actionreicher gemacht. Denn ich bin die niemals aufgebende Watermelon. Eine wunderschöne Water. Hier machen wir jetzt schön ein bisschen Domino. Domino Day. Was wäre hier? Hier wäre fast... Oh. Das boostet mich hier nach oben. Ich sag's mal so, das funktioniert nicht so ganz. Vielleicht muss ich doch hier was mit dem kleinen Watermelon-Stückchen noch anstellen. Mir eben doch irgendwie so eine richtige, noch größere Plattform bauen. Damit die Watermelon-Stückchen hier mit... Na, nicht so weit weg. So. Das ist... Ja, das war richtig. Das hier werde ich bestimmt mitnehmen müssen. Kann mir nicht vorstellen, dass diese riesige Scheibe hier umsonst da liegt. Nein! Mit der Hilfe der Wassermelon! Der Watermelon! Muss ich es zu goldenen Watermelon schaffen. Guck mal hier, auch die ganzen Berge im Hintergrund. Alles Watermelon. Ist das richtig? Aber ich schaff's doch trotzdem nicht. Doch, ich schaff's hier hoch. Das war schon genug. Und das hier ist eine riesige Fläche und lauter Watermelons, die da von oben herunterfallen. In wunderschöne leckere Slices. Runtergesliced. So, wie machen wir das hier jetzt? Also schaffe ich den Sprung? Ich hoffe mal, nein. Ich bin in die ewigen Watermelon-Jagdgründe hineingefallen. Ich brauche wieder einen Slice, den ich da komplett hochschieben muss. Schwerstarbeit ist das für die kleine, niemals aufgebende Wassermelone. She knows how to... Watermelon. Es werden immer mehr Wassermelonen. Boah, wie voll das hier wird. Ich habe die Kontrolle verloren. Das ist hier echt nicht einfach. Da braucht man eine konsequente Brücke. Ey, wenn das jetzt immer mehr werden. Ich krieg doch hier schon gar keine mehr hoch von diesen Scheiben. Aber ich darf niemals aufgeben. Denn wie da unten in dem Text stand, auch wenn ich keine Arme habe, bin ich die Watermelon, die niemals aufgibt. Es wirkt vielleicht so, als hätte ich hier noch keinen Plan. Aber ich habe einen. Ich habe einen richtig deftigen Plan. So, jetzt habe ich hier wieder eine oben. Und jetzt springe ich einfach mal von hier ab. Fast! Aber das könnte hier mein Weg sein. Jetzt hat's funktioniert. Ist sie vielleicht da drin? Die goldene. Die heilige. Watermelon! Die sah nicht golden aus. Da brauchst du jetzt gar nicht so grinsen. Die sah nicht golden aus. Das sah mir aus wie eine ganz normale Watermelon. It's a scam. My wife still doesn't believe in me. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht ist ja die Wassermelone in meinem Kühlschrank golden. Das muss ich überprüfen. Das muss ich sofort überprüfen. Also, golden ist sie nicht. Sie wird aber irgendwie langsam grün und blau. Das ist ein Zeichen für besonders gute Qualität, oder?